den meisten Fällen ist es notwendig, diese Spinalkanalstenose mit einem kleinen chirurgischen Eingriff über einen mikrochirurgischen Zugang zu beseitigen. Bei einer Spinalkanalstenose kommt es zumeist bei älteren Menschen, zumeist im Rentenalter, zu einem Verschleiß der kleinen Wirbelgelenke. Die werden dicker, die Gelenke, die treiben auf und engen den Wirbelkanal von außen ein und drücken somit die Spinalnerven, die das Bein ziehen, so zusammen, dass es zu Ausfallserscheinungen, zu Schmerzen im Bein kommt und typischerweise auch zu Beinbeschwerden beim Gehen. Das nennt man dann die Claudicatio spinalis oder eine Schaufensterkrankheit. In den meisten Fällen ist es notwendig, diese Spinalkanalstenose mit einem kleinen chirurgischen Eingriff über einen mikrochirurgischen Zugang zu beseitigen. Die Patienten können dann wieder laufen, können gehen, verlieren ihre Beinbeschwerden und gewinnen wieder tägliche Aktivität. Prinzipiell kann man versuchen, das konservativ zu behandeln. Die Ergebnisse sind jedoch deutlich schlechter als bei Bandscheibenvorfällen. Das Problem besteht darin, dass der Wirbelkanal knöchern eng ist und diese Enge auch im Weiteren trotz konservativer Therapie nicht beseitigt werden kann.